Kommandant, der Gegner hat soeben den Befehl gegeben, das Panzerabwehrrohr mit einer Hohlladungsgranate zu laden, weil er den Panzer bereits im Hintergrund wahrgenommen hat und ist damit gefechtsbereit. Meine Damen und Herren, 30 Tonnen Gefechtsgewicht, 720 PS, die jetzt nach vorrollen, der Kampfschützenpanzer Ulan. Der Panzer wurde angeschossen, Sie sehen aber aufgrund der Panzerung keinen Schaden angerichtet. Der Panzer zieht sich zurück und in wenigen Sekunden werden die Grenadiere am Heck des Fahrzeuges absitzen und gedeckt hinter der Hügelgruppe vor ihnen nach vorgehen bis zur Drahtsperre. Die Grenadiere sind soeben abgesessen und gehen im Schutz der natürlichen Deckung jetzt vor. Der Kommandant der Grenadiere hat jetzt Feuerunterstützung durch den Schützenpanzer angefordert, um sein eigenes Vorgehen entsprechend mit Feuer zu unterstützen. Der Kommandant der Grenadiergruppe bringt nun seine schwerste Waffe, das Maschinengewehr, in Stellung, um die entsprechende Feuerunterstützung beim Räumen der Sperre durch die Grenadiere zu haben. Der Rest der Grenadiergruppe ist nun an der Sperre und unter Feuerschutz wird der Stacheldraht durchschnitten. Der Gegner setzt sich mittlerweile ab. Der Kommandant gibt jetzt den Befehl zum Einbruch in die Stellung. Und Sie sehen schon im Hintergrund die vorbereitete Sprengung für die Sperre. Der Kommandant zieht jetzt seine schwerste Waffe, das MG, das Maschinengewehr, nach und in Kürze erfolgt dann die Sprengung der Sperre. Vorbereitet! Vorbereitet!
So, die vorbereitete Sprengladung wird nun unter die Sperre geschoben, gezündet. Es wird dem Rest der Gruppe mitgeteilt, dass jetzt die Sprengung erfolgt, dass die Leute entsprechend in Deckung gehen können. Kurz laut wird's, bitte die Ohren zu. Sie sehen, der Draht ist durchtrennt. Ein Mitglied der Gruppe räumt jetzt die Stachelbandrollen auf die Seite, der ungestört entsprechend vorfahren kann. Ja, meine Damen und Herren, wir dürfen uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie hatten interessante Momente und ich darf Sie jetzt dann im Anschluss einladen zur Vorführung der Kampfpanzer des